Nach der Europawahl stellt sich die Frage, was kommt eigentlich jetzt Europa? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Und es wird ein bisschen eine ruhigere Veranstaltung, weil alles das, was Liquidität garantiert, heute geschlossen ist. London ist geschlossen, da ist Bankfeiertag. Das heißt, der Devisenhandel, der dort ja die absolute Nummer 1 ist, wird ziemlich mau unterwegs sein in Sachen Liquidität, und die Amerikaner feiern Memorial Day, das heißt New York als Zentrum des Aktienhandels geschlossen, Chicago als Zentrum des Future-Handels geschlossen. Also können wir uns auf Europa konzentrieren und uns mal anschauen, was dieses Ergebnis, so es denn vorläufig bisher dasteht, bedeuten könnte, eben auch für die Märkte. Wir starten einfach mal mit einer Übersicht, wo wir hier sehen, dass die EVP, das sind die Konservativen, zu der die CDU gehört, die ja gestern nicht gerade zu den Gewinnern gehört, mit um und bei 28%, 179 Sitze haben. Die Sozialdemokraten liegen bei 150, die Liberalen bei 107, die Grünen großer Gewinner bei 70, die Rechtskonservativen hier mit etwa der AfD 58, die Brexit-Partei von Farage und die Cinque Stelle bei 56. Also wir sehen, es ist ein bisschen fragmentierte, die ganze Geschichte. Und hier die EVP und die SPD mithin, also die Konservativen und die Sozialdemokraten, hatten vorher eine absolute Mehrheit. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, sie brauchen einen Koalitionspartner, wenn sie sich selber einig sind, dass sie regieren wollen oder koalieren wollen, genauer gesagt. Das können eigentlich nur die Grünen sein, hier mit 70 Sitzen, oder eben auch die ALDE, die FDP, wenn man so will, Europas, mit 107 Sitzen. Verstager wäre hier eine Kandidatin dann für den Kommissionspräsident oder für das Kommissionspräsidentschaftsamt. Und darum geht es jetzt. Wird Weber, der Kandidat der EVP ist, sich hier durchsetzen können? Wenn ja, dann haben wir nicht nur die etwas sonderbare Situation, dass wir jemand aus der bayerischen Provinz als einer der führenden Köpfe Europas haben, sondern wir haben eben die Situation, dass dann Weidmann nicht EZB-Chef werden würde. Es ist im Prinzip eine ausgemachte Sache, inoffiziell, dass Deutschland einen dieser Top-Posten bekommen wird, entweder Kommissionspräsident oder eben EZB-Chef, wenn wir, wenn wir praktisch Kommissionspräsident werden, dann werden wir eben nicht mehr EZB-Chef. Mithin, Weidmann hätte dann keine Chance mehr. Also das wird vor allem daher für die Märkte sehr wichtig. Weidmann wäre für die Märkte eine sehr schwierige Wahl. Daher ist hier natürlich der Fokus jetzt darauf, wer es schaffen wird, Kommissionspräsident zu werden. Die Parteien werden sich am Dienstag treffen und die Wahlergebnisse beraten, die in einzelnen Ländern wie UK etwa das erwartete Ergebnis gebracht haben, mit Nigel Farage bei der Brexit-Partei klarer Wahlsieger, die Tories, die Partei von Theresa May, derzeit bei 7%, muss man sich mal vorstellen, hinter den Grünen sogar noch in UK. Das ist mal ein Absturz. In Griechenland gibt es wohl Neuwahlen, nachdem Tsipras hier die Wahl doch für seine Syriza deutlich verloren hat gegenüber der Nea Dimokratia. Wir haben also durchaus einige Erdrutsche in einigen Ländern. In Deutschland hält sich das in Grenzen. Die SPD schmiert ab, die CDU geht ein Stück weit mit nach unten. Die Grünen gewinnen und der Rest fleucht und keucht. Insgesamt kann man sagen, dass die Rechtspopulisten in Anführungszeichen natürlich zugelegt haben, aber sie sind jetzt nicht so durch die Decke geschossen, dass man sagt, das ist sozusagen wirklich hier ein Durchmarsch. Also das wird eine schwierige Geschichte. Was haben wir noch? Wir haben, wie gesagt, jetzt Feiertag heute in UK und vor allem in den USA. Dementsprechend wird das eine ruhige Geschichte, aber wir haben Daten aus China bekommen, wir haben die Industrieprofite bekommen, hier für den April. Und die sind mit minus 3,9% deutlich rückläufig gewesen zum Vorjahresmonat. Die staatlichen Unternehmen, deren Gewinne sind um fast 10% eingebrochen, während die privaten Firmen eine Steigerung von um und bei 4% haben. Wir sehen also, es geht mit den staatlichen Firmen Chinas weiter bergab. Das sind oft uneffiziente, hochverschuldete Betriebe, während die Privatfirmen in China eben deutlich besser dastehen. Wenn wir uns mal anschauen, was jetzt eigentlich die Daten zuletzt aus China gebracht haben, dann haben wir eben hier die Industrieprofite minus 3,7, schlechter als erwartet. Wir haben die Einzelhandelsumsätze schlechter als erwartet, Industrieproduktion schlechter als erwartet, Investitionen schlechter als erwartet, offizieller Manufacturing PMI, also Einkaufsmanager-Index, schlechter als erwartet,
Services PMI schlechter als erwartet und Kaixin Market Manufacturing, also Gewerbe, auch schlechter als erwartet. Die Daten aus China sind sehr, sehr schlecht. Wir haben jetzt auch die Situation, dass Chinas Presse nach wie vor ein bisschen stänkert gegen die USA und gegen Donald Trump. Vor allem die Beihilfen für staatliche Firmen fordern die Amerikaner ja sollen praktisch aufgegeben werden. Da sagt man, das sei eine Art Invasion, die die Amerikaner hier vorhaben. So tut es zumindest Xinhua, die staatliche Nachrichtenagentur Chinas, heute Nacht. Also der Ton bleibt rüde. Wir haben die Donald in Japan, hält sich da ein bisschen zurück bei seinem Besuch bei Ministerpräsident Abe, will jetzt nicht gleich hier mit Zöllen um die Ecke kommen, sondern sagt, ich warte erstmal ab bis zu den Unterhauswahlen sozusagen. Ansonsten haben wir nach wie vor die Situation, dass die Märkte vor der Frage stehen, was kommt eigentlich jetzt, wann müssen wir hier den Handelskrieg einpreisen, der für US-Unternehmen, für alle Unternehmen im Prinzip eine klare Sprache spricht, nämlich es wird weniger Profite geben, die Gewinnerwartungen sind dementsprechend noch zu hoch und das dürften die Märkte eben bald einpreisen. Schauen wir uns die Lage hier an den Märkten, was kann man hier konstatieren? Wir sehen, dass der S&P 500 sich noch einmal erholt hatte nach dem Abverkauf am Freitag, Magic Risk Free Friday, aber man merkt ein bisschen, dass das Aufwärtsmomentum selbst an den magischen risikofreien Freitagen nicht mehr so da ist. Wir sehen die US-Futures leicht negativ in diese dünnvolumige Sitzung starten. Die asiatischen Märkte hängen sich nicht so weit aus dem Fenster. Wir sehen den Dow Jones 25.619, hält sich noch mit am besten von den Amerikanern, während der Nasdaq Schwäche zeigt, 7.300. Könnte noch einiges kommen. Wir haben den Euro. Wie reagiert der auf die Wahlen? Nicht unfreundlich. Wir sind bei 1,1208. Also kein Schock erstmal, den man hier konstatieren könnte. Europa ist schwieriger regierbar geworden, was die Mehrheitsverhältnisse im Parlament betrifft, aber es ist eben, wie gesagt, jetzt kein katastrophales Ergebnis. In einzelnen Ländern gibt es gewisse Turbulenzen. Wir sehen den Goldpreis bei 1287 und sehen Öl hier nach wie vor problematisch bei $58,31 mit diesem Abverkauf, der vorwiegend auf der Sorge basiert, dass der Handelskrieg jetzt sich verstetigt zwischen den USA und China und dann eben die Rezession kommt. Viele Charts deuten darauf hin, auch aus den USA. Hier haben wir teilweise ganz klare Abwärtstendenzen der Daten. Das ist jetzt in den USA angekommen, nachdem es zunächst eben in Europa, vor allem Deutschland und China war. Jetzt kommt es in die USA. Die Fed ist noch weit entfernt von einer Zinssenkung. Die Märkte müssen noch den Schmerz erfahren. Die beteiligten Politiker müssen den Schmerz erfahren, bevor irgendwie ein Handelsdeal zwischen den USA möglich sein wird und könnte. Dementsprechend heißt es jetzt abwarten, bis der Schmerz eben groß wird. Ich wünsche einen hoffentlich schmerzfreien Montag und ich sage Servus.